Wird Europa nun süßer werden? Wird nun Zucker viel billiger werden? Dies werden wir mit Phil K. von Gold und Silber Club diskutieren. Nach der langjährigen Quotierung dürfen nun die EU-Firmen so viel Zucker produzieren, wie sie wollen. Und da stellt sich die Frage, wie werden sich die Zuckerpreise entwickeln? Die Deregulierung in der Europäischen Union ist ein bärisches Signal für die Zuckerpreise. Letzte Woche lag der Zuckerpreis beim Börsenschluss 3,5% niedriger und verzeichnete den zweiten wöchentlichen Rückgang in Folge. Seit Jahresanfang 2017 hat Zucker 27% an Wert verloren und entscheidend dabei war das zunehmende Angebot. Im US-Agrarministerium zufolge werden Zuckerexporte aus der EU in dieser Saison um 50% auf 2,2 metrische Tonnen zunehmen. Ist das eine gute Nachricht für Konsumenten? Wie wird sich dies auf die afrikanische und die karibische Region auswirken? Die Aufhebung der EU-internen Zuckerproduktionsquoten wird der Ethanolerzeugung einen Schub geben. An den Weltmärkten wird der Zuckerpreis durch das zunehmende Angebot unter Druck gesetzt. Dem Commitment of Traders Report zufolge sind die Nettoverkaufspositionen der Geldmanagement- und Hedgefonds gestiegen. Dies hat den Zuckerpreis unter Druck gesetzt, sodass sein Aufwärtspotenzial nun begrenzt ist. Ein weiterer kurzfristiger negativer Wirkungsfaktor ist der Stärke des US-Dollars. Für Verbraucher ist der Abwärtstrend bei den Zuckerpreisen bestimmt eine erfreuliche Nachricht. Geht man auf die Struktur des Zuckerpreises genauer ein, so stellt man fest, dass seit 3 Monaten die Unterstützungsebene bei 13 liegt und die Widerstandsebene bei 14,50. Innerhalb der gültigen Preisspanne tendiert der Preis zur Unterstützungsebene, ohne sich aufwärts durchzusetzen, da die meisten Herstellungsgebiete kein Problem mit Versorgung haben, ist das Wachstumspotenzial der Preise begrenzt. Deshalb wird jeder Preisanstieg als Verkaufsmöglichkeit gesehen. Der Markt ist durch pessimistische Erwartungen und Überangebot geprägt. Deshalb müssen Preisanstiege in Richtung der Obergrenze von 14,50 zum Verkauf genutzt werden. Die zunehmende EU-Produktion ist ein Abwärtssignal für den Zuckermarkt. Deshalb werden wir bei Preisanstiegen verkaufen und sollte das Unterstützungsniveau von 13 gebrochen werden, wird der Preis im nächsten Quartal auf 12,50 zurückgehen. Vielen Dank für den gründlichen Einblick in das Thema. Die nächste Ausgabe von Rund um Rohstoffe ist schon in Pipeline. Bleiben Sie dran. Auf Wiedersehen.